Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer von Digital Fernsehen, zu einem neuen Videotest. Wir haben heute zwei verhältnismäßig günstige TVs im Testlabor. Es handelt sich dabei um den Philips 55 PUS 6501. Der besitzt eine UVP von rund 1200 Euro, wird aber für knapp 950 Euro verkauft. Und rechts seht ihr den TCL U55 S7906. Der TV hat eine UVP von knapp 1500 Euro. Er wird aber bereits für 1099 Euro verkauft. Man kann also vereinfacht sagen, ihr erhaltet einen UHD-Fernseher in 55 Zoll zum Preis eines iPad Pro. Und ob beide TVs auch in Sachen Bildqualität einen guten Eindruck hinterlassen, das schauen wir uns jetzt mal im Test an. Viel Spaß! Bei der Verarbeitungsqualität bemerkt man den Preisunterschied in der UVP deutlich. Der Philips TV ist größtenteils aus Kunststoff gefertigt, während der Standfuß und auch das Gehäuse beim TCL mit Metallblenden versehen wurden. Der TCL hinterlässt optisch als auch in Sachen Wertigkeit einen besseren Eindruck. Bei der Bautiefe kommt ein weiteres Merkmal hinzu. Der Philips TV ist ein Direct LED LCD und ist dementsprechend nicht so flach wie der TCL, der wiederum ein Edge LED LCD ist. Bei den Anschlüssen gibt es dagegen kaum einen Unterschied. Ihr habt bei beiden TVs 4 HDMI-Schnittstellen. Ihr habt auch viele Analogangänge, ausreichende USB-Anschlüsse. Also da sollte es keinen Mangel geben. Bei den Tunern ist zu sagen, dass beide TVs nur über Single-Tuner für den jeweiligen Empfangsweg verfügen. Ihr könnt aber bereits UHD-Kanäle oder DVB-T2-HD-Kanäle empfangen. Was je nach Aufstellung beim TCL-TV ein bisschen stören könnte, ist, dass das Netzteil teilweise deutlich zu surren beginnt. Ich habe das hier mal versucht einzufangen, könnt ihr mal kurz reinhören. Beim Philips TV sind solche Nebengeräusche nicht zu verzeichnen. Der Kontrastfilter unterscheidet sich nur geringfügig. Beim Philips TV gibt es ein bisschen stärkere Aufhellung und auch die Spiegelungen sind etwas prägnanter als beim TCL TV. Ein großer Unterschied ist natürlich Ambilight, das heißt, der PUS 6501 verfügt über zweiseitiges Ambilight. Das Licht wird passend zum Bildinhalt gegen die Wand geworfen. Und dadurch ist der Bildeindruck natürlich ein anderer als beim TCL, wo logischerweise das Ambilight nicht vorhanden ist. Bei den Fernbedienungen setzt TCL auf zwei Fernbedienungen. Eine ist ziemlich klobig und unförmig, die andere wiederum sehr kompakt. Bei Philips kombiniert man sämtliche Funktionen mit einer Fernbedienung, auch da ist die Verarbeitung aber nicht sonderlich herausragend. Die Tasten sind zudem sehr, sehr ähnlich, also eine Blindbedienung wird da wirklich erschwert. Insgesamt finde ich die Philips-Fernbedienung aber angenehmer, denn wenn wir uns hier mal kurz anhören, wie es klingt, wenn man bei den Fernbedienungen die Tasten drückt. Da hört man bei Philips fast gar nichts und bei TCL. Ist das Geräusch doch schon ziemlich penetrant. Bei den Smart-TV-Fähigkeiten bietet Philips deutlich mehr. Ihr habt hier das vollwertige Android-TV-Betriebssystem, könnt beispielsweise in den Google Play Store rein und dort auch Spiele installieren. Die Hardware des TVs ist identisch mit dem bereits getesteten 2016er Philips TVs, das heißt, trotz des günstigen Preises habt ihr da keinen Performance-Verlust. Und die wichtigsten Streaming-Anbieter sind natürlich vorhanden, neben Netflix auch Amazon. Das Streaming klappte jetzt bei unserem Testgerät in 4K-Qualität, HDR-Streaming war noch nicht abrufbar. Dafür steht beispielsweise auch der YouTube-Player in 4K-Qualität zur Verfügung. Suchbegriffe lassen sich sehr einfach über die rückseitige Tastatur der Fernbedienung eingeben. Ein Mikrofon zur Spracheingabe fehlt. Durch den vorhandenen Browser könnt ihr beispielsweise auch Websites abrufen.
Und was mir persönlich ganz besonders gefallen hat, ist, dass Philips die Kanalsuche, Sendersortierung und den elektronischen Programmführer im Detail verbessert hat. Das heißt, ihr könnt beispielsweise Suchbegriffe eingeben wie UHD, dann werden die UHD-Sender auch aufgelistet. Das ging bereits in der Vergangenheit, aber ihr könnt jetzt beispielsweise diese Suchergebnisse komplett markieren, in eine eigene Favoritenliste kopieren, die Favoritenliste entsprechend umbenennen und schon habt ihr alle gewünschten Sender in einer Liste. Wichtiger Hinweis, wenn ihr die Favoritenlisten wechseln wollt oder zur allgemeinen Liste zurückkehren wollt, die Listen werden jetzt in der Quellenanwahl einzeln abgelegt. Der Android TV lief einen kompletten Test äußerst stabil und es kam auch zu keinem Performanceverlust, aber einen Aussetzer will ich euch nicht verschweigen. Als wir hier versucht haben, die Sender wieder über die Suche zu filtern, gelang es uns leider nicht mehr. Im elektronischen Programmführer wurde zudem absolut nichts mehr angezeigt, dann half es nur noch, das System neu zu booten. Die UHD-Kanäle werden fehlerfrei unterstützt. Aufnahmen gelingen über angeschlossene USB-Festplatten. Mangels Doppeltuner könnt ihr natürlich nur immer das aufzeichnen, was er auch gerade anschaut. Ihr könnt aber das Programm auch anhalten. Das Smart TV-Menü ist bei TCL sehr übersichtlich geraten. Die App-Auswahl ist leider sehr stark limitiert. Das heißt, ihr habt auf viele Video-on-Demand-Apps keinen Zugriff. Und ich versuche hier gerade aus dem App-Auswahl-Bildschirm zurück ins Hauptmenü zu gelangen. Und ihr seht hier dieses Farbfeld, das die ganze Zeit blinkt. Das symbolisiert die Ladezeit des TVs. Und es dauert einfach viel zu lang, bis der TV Eingabebefehle umsetzt und euch wieder zurück in den Hauptbildschirm bringt und stattdessen lädt der TV und lädt und lädt. Eine der bekanntesten Video-on-Demand-Apps, die auch TCL unterstützt, ist die Netflix-App. Diese steht sogar in 4K-Qualität zur Verfügung. Da habt ihr sozusagen keinen Nachteil im Vergleich zum Philips TV. Bereits bei YouTube sind die Unterschiede aber offensichtlich, denn der TCL TV unterstützt nur HD-Qualität, kein 4K-UHD bei YouTube. Die Senderlistenauswahl und Sortierung zeigt sich im Vergleich zu Philips doch sehr stark limitiert. Ihr könnt in der Senderliste eure Favoriten markieren, diese werden dann zur Favoritenliste hinzugefügt. Gut ist, dass auch 4K-UHD-Kanäle unterstützt werden. Allerdings bleibt die Aufnahmetaste auf der Fernbedienung unnütz, denn USB-Aufnahmen gewährleistet der TV leider nicht. Programmaufnahmen klappen leider auch bei normalen HD-Kanälen nicht. Was beim TCL-TV sehr stark irritiert ist, dass einzelne Bildoptionen im Menü einfach gelöscht werden. Wir haben hier ein normales UHD-TV-Signal und da könnt ihr beispielsweise in den Optionen die Zwischenbildberechnung hin und her schalten. Sobald sich das Eingangssignal aber einen Tick ändert, kann es passieren, dass diese Einstellung einfach aus dem Menü rausgelöscht wird, obwohl es immer noch der gleiche Sender ist, der abgespielt wird. Wenn ihr beispielsweise einen Ultra HD Blu-ray Player oder die neuen UHD Spielekonsolen wie PS4 Pro anschließen wollt, dann solltet ihr das beim Philips an den HDMI Eingängen 1 oder 2 machen. Ihr müsst aber zunächst in den Einstellungen die HDMI Ultra HD Funktion aktivieren und sobald diese dann aktiviert wurde, steht euch dann auch das HDR Signal zur Verfügung. Die HDMI-Eingänge unterstützen 4K bei bis zu 60 Bildern pro Sekunde und dies auch bei voller Farbauflösung, wie man hier sieht. Bei TCL gibt es die Einschränkung, dass HDR-Signale nicht unterstützt werden, egal an welchem Eingang ihr euch gerade befindet. Das 4K-Signal der UHD Blu-ray wird zwar ausgegeben, aber ihr habt nur den eingeschränkten Dynamikumfang und den eingeschränkten Farbraum. Interessant ist auch, dass die Zwischenbildberechnung nicht anwählbar ist, sie läuft aber im Hintergrund weiterhin mit. Und wenn ihr die Signalausgabe bei 4K 60 Bildern auf die volle Farbauflösung umschaltet, dann zeigt der TV kein Bild mehr an. Das heißt, ihr seid zusätzlich noch limitiert bei den HDMI-Schnittstellen. Die generellen Bildeinstellungen hat TCL dagegen gut im Griff. Statt den normalen Voreinstellungen solltet ihr aber in den Benutzermodus wechseln.
Über die Hintergrundbeleuchtung könnt ihr die Leuchtkraft des TVs einstellen. Das ist ein TV mit einer einseitigen Edge-LED-Beleuchtung. Die LED-Leiste sitzt unten. Und da der TV keinen Lichtsensor besitzt, ist das auch die einzige Möglichkeit, mit der ihr die Bildhelligkeit regulieren könnt. Beim Kontrastregler solltet ihr die Voreinstellung nicht übertreiben. Ein Wert von 90 ist ja völlig ausreichend. Ansonsten gelten die normalen Voreinstellungen. Bei der Bildschärfe ist anzumerken, dass ihr hier einen Regelbereich von 0 bis 100 habt, aber bereits der Sprung von 0 auf 1 ist verhältnismäßig grob. Das heißt, man kann hier nicht davon ausgehen, dass man wirklich 100 Stufen zur Verfügung hat. Bei der Farbtemperatur könnt ihr wie gehabt aus den Voreinstellungen wählen. Im Bildschirmmodus lässt sich das Bildformat anpassen, was sich dann eher eignet für TV-Sendungen, falls da das Bildformat einmal nicht optimal passen sollte. Sehr schön ist auch, ihr könnt den Bildbeschnitt jederzeit flexibel ein- und ausschalten. Die Eco-Einstellungen beziehen sich eher auf die Bildhelligkeit. Das heißt, da habt ihr einfach nur Voreinstellungen, die die Energieeffizienz erhöhen, aber dann eben auch die Bildhelligkeit in Mitleidenschaft ziehen. Die dynamische Kontrastfunktion ist vergleichsweise aggressiv. Das kann man wirklich nur empfehlen, wenn man jetzt beispielsweise Games oder schlecht gemastertes Material verwendet. Die Farbraumerweiterung hat leider wenig mit Farbraumerweiterung zu tun, denn der TV justiert hier vorrangig Zwischentöne. Die maximale Sättigung lässt sich hier aber nicht erreichen. Bei der Gamma müssen wir wieder Kritik üben, dass man hier schlecht ablesen kann, was hier gemeint ist. Im Minusbereich geht man hier Richtung 2018, in dem Plusbereich geht man dann Richtung 24, 26. Weißabgleich mussten wir hier verhältnismäßig umfangreich durchführen, weil die Voreinstellung selbst in der Warmeinstellung doch sehr, sehr bläulich war. Interessant ist der Farbraum, denn der TV deckt tatsächlich einen sehr, sehr großen Farbraum ab, der sich auch vergleichsweise gut am Kinofarbraum orientiert. Das schauen wir uns dann nachher nochmal in den Messungen an. Einen Spielermodus gibt es ebenfalls, um die Eingabeverzögerung zu reduzieren. Mit 43 Millisekunden fällt die Eingabeverzögerung aber höher aus als bei der Konkurrenz. Rauschfilter wie immer eher ausschalten. Bei der LED-Bewegungsschärfe setzt eher so eine Art Backlight-Scanning-Effekt ein. Hier müssen wir leider sagen, der TV ist nur ein 60-Hertz-TV. Das heißt, ihr habt nicht die Option, die Bewegtbildschärfe auf 100-Hertz-Qualität zu verbessern. Der HDMI-Modus ist nicht unerheblich, denn hier könnt ihr die Bildausgabe so gewährleisten, dass auch die volle Farbauflösung der Quelle erhalten bleibt. Das klappt prinzipiell sehr gut, aber ihr habt durch die Limitierung bei den HDMI-Schnittstellen leider keine Option, bei 4K und 60 Bildern pro Sekunde beispielsweise PC-Signale mit voller Farbauflösung wiederzugeben. Die Zuspielung von 4K PC-Signalen bei 60 Bildern voller Farbauflösung ist mit dem Philips TV kein Problem. Ihr solltet darauf achten, dass ihr die Computereinstellungen nutzt, um die verlustfreie Bildausgabe dann zu garantieren. Ihr könnt auch einen Spielemodus aktivieren, das klappt auch mit HDR-Bildquellen. Da reduziert sich dann die Eingabeverzögerung auf bis zu 35 Millisekunden. Im normalen TV-Modus mit Zwischenbildberechnung beläuft sich die Eingabeverzögerung auch nur auf knapp 55 Millisekunden. Also der TV setzt Eingabebefehle wirklich sehr flott um. Bei Philips könnt ihr die Bildeinstellung ähnlich wie bei TCL über die Voreinstellung regeln oder eben den jeweiligen Bildmodus dann konfigurieren. Hier kann ich euch den Filmmodus empfehlen. Der Kontrastregler steuert das Backlight. Also da gebt ihr vor, wie hell das Bild sein soll. Der Schärferegler sollte auch hier behutsam eingesetzt werden. Über die Farboptimierung könnt ihr die Wiedergabe satter gestalten und es lässt sich ähnlich wie bei TCL in 3 Schritten ausführen. Bei der Farbtemperatur mussten wir ähnlich wie bei TCL relativ stark eingreifen. Der Philips TV zeigte zwar nicht so einen deutlichen Blauschimmer, aber dafür eher eine grünliche Verfärbung. Der Kontrastmodus ist sehr, sehr wichtig, denn hier wird das Backlight dynamisch angesteuert. Ihr habt zwar ein Direct-LED-Backlight, aber es wird nur in der Gesamtheit angesteuert. Das heißt, ihr habt hier keine Dimension. Wenn ihr den Kontrastmodus auf ausschaltet, dann läuft der TV bei kontinuierlich höchster Bildhelligkeit.
Das ist beim TCL übrigens nicht der Fall, denn da läuft eine automatische Dimming-Einstellung ab. Und je kleiner die Leuchtsymbole sind und je mehr schwarze Flächen im Bild sind, desto stärker verringert sich die Bildhelligkeit des TCL. Und das ist leider vollautomatisch, ihr könnt darauf keinen Einfluss nehmen. Bei Philips habt ihr hier drei Voreinstellungen und je nachdem, welche Voreinstellung ihr hier tätigt, dimmt der TV auch bei vielen dunklen Flächen die Helligkeit stark herunter. Und wenn dann die Bildhelligkeit beispielsweise unseres Logos von der Fläche her dann wieder zunimmt, dann wird auch das Backlight stärker angesteuert. Die dynamische Kontrastfunktion lässt euch das Bild noch ein bisschen nachbearbeiten. Das funktioniert in drei Schritten und damit besser als bei TCL. Zusätzlich habt ihr bei Philips noch den Lichtsensor zur Verfügung, der eben bei TCL fehlt. Beim Gamma-Regler ähnlicher Kritikpunkt wie bei TCL. Im Minusbereich wechselt ihr die Gamma dann Richtung 2018 und im Plusbereich Richtung 2426. Unter Ultra Resolution versteht Philips nochmal so eine gezielte Nachschärfung. Das kann man gern machen, wenn der normale Schärferegler sehr dezent eingesetzt wurde. Rauschunterdrückung ist bei Philips gar nicht so schlecht, sollte aber im Normalfall auch eher ausgeschaltet werden. Bei der Bewegung kommen wir jetzt zu einer Besonderheit, denn im Gegensatz zum TCL-TV ist der Philips ein 100Hz-TV. Das heißt, über die Natural Motion-Einstellung gebt ihr die Flüssigkeit der Filmbilder vor und über Clear LCD schaltet der Fernseher in den 100Hz-Modus und dann werden schnelle Bildbewegungen deutlich klarer dargestellt. Natürlich habt ihr auch bei Philips noch die Option, das Bildformat flexibel einzustellen. Ihr könnt das Bild auch dehnen und verzerren, so wie ihr das gerne möchtet. Und ihr findet in den Einstellungen natürlich auch noch die passenden Vorgaben für das Ambilight. Hier nur zwei Beispiele. Im Modus lebhaft bleibt noch so ein bisschen Restlicht vorhanden beim Ambilight. Selbst wenn das Bild sehr dunkel ist, im Spielemodus wird dann an den betreffenden Stellen das Ambilight komplett ausgeschaltet, was dann halt für einen maximalen Kontrasteindruck sorgt. Obwohl der Philips TV HDR-Signale entgegennimmt, ist er in technischer Hinsicht kein HDR-TV. Er besitzt keinen erweiterten Farbraum, keine hohe Spitzenhelligkeit. Er besitzt auch kein 10-Bit-Panel. Es ist in dem Sinne nur ein ganz normaler LED-LCD. Allerdings ist Philips die Bildabstimmung gut gelungen. Das heißt, selbst mit HDR-Signalen ist das Farbmapping vergleichsweise präzise. Natürlich immer nur innerhalb der Einschränkungen des TVs. TCL verfolgt ein bisschen eine andere Strategie. Die Farbdarstellung ist sehr natürlich. Allerdings gibt es hier wieder, ähnlich wie bei Hisense, das Problem, dass die Farbtemperatur Einfluss auf die Gamma nimmt. Deshalb lassen sich auch diese Schwankungen hier in der Messgrafik erklären. Und da der TV einen erweiterten Farbraum bietet, kommt man hier auch auf eine enorme Farbabdeckung. Der Knackpunkt des TVs ist einfach, dass er keine HDR-Signale entgegennimmt. Das heißt, die einzigen Quellen, die den erweiterten Farbraum bieten, die werden vom TV leider nicht unterstützt. Ein weiteres Problem ist, dass TCL bei der Farbraumerweiterung auf eine White Color Phosphor Technik setzt, bei der deutliche Farbblitzer entstehen. Ein kurioses Phänomen konnten wir auch noch beobachten, als wir uns Details in der Nahansicht angeschaut haben. Das Upscaling bei Philips ist wirklich sehr, sehr gut. Man sieht ja auch eine schöne Kantenglättung. Bei TCL ist das Upscaling partout nicht schlecht, allerdings fällt irgendwie auf, dass die Konturen gezackter erscheinen. Und das fällt insbesondere dann immer extrem auf, wenn man bestimmte Muster hat, die diesen Effekt dann noch zusätzlich stärker hervortreten lassen. Und wenn wir uns hier mal die Makroansicht anschauen, dann sehen wir, dass Philips auf ein IPS-Panel setzt. TCL setzt auf ein kontraststärkeres VA-Panel, aber seltsamerweise ist jeder zweite blaue Subpixel bei TCL komplett deaktiviert, was dann auch diese Ausfranzung an den Konturen erklärt. Das IPS-Panel bietet prinzipiell Vorteile beim Blickwinkel, das sehen wir hier, zusätzlich verfärbt sich das TCL-Bild bei seitlicher Betrachtung. Allerdings hat das IPS-Panel wiederum Probleme bei der Sättigung von dunklen Farbflächen, da zieht dann TCL wieder vorbei. Sobald
dunkle Bewegtbilder dargestellt werden, ist das IPS-Panel und damit auch der Philips TV wiederum im Vorteil. Die Bildausleuchtung ist beiden Herstellern nicht fehlerfrei gelungen. Bei Philips erkennt man diese abgedunkelten Bildecken. Das ist relativ typisch für so ein Direct-LED-Backlight im Einstiegssegment. Wenn wir hier mit der Helligkeit runtergehen, sehen wir deutliche Schatten- und Streifeneffekte, die bei TCL dann wirklich extrem gut sichtbar sind. Also das ist von der Ausleuchtung her eigentlich kaum noch akzeptabel. Bei der Schwarzdarstellung hat das TCL-Panel leichte Vorteile. Durch das Dimming versucht Philips da natürlich ein bisschen was rauszuholen, aber ihr seht hier beispielsweise so einen Einleuchteffekt und eine generelle Schwarzwertschwäche beim IPS-Panel. Ansonsten, je heller das Bild ist, desto akzeptabler ist dann auch wieder die Bildausleuchtung. Und generell müssen wir sagen, ist der Kontrasteindruck bei beiden TVs doch gut vergleichbar. Das Philips-Bild ist eben ein Tick heller. Bei TCL kann die Schwarzdarstellung ein bisschen besser erscheinen, aber durch das automatische Dimming hat man da auch weniger Einfluss als beispielsweise bei Philips. Zum Abschluss noch kurz was zum Ton. Der Philips besitzt Dolby digitalen DDS-Decoder, aber die Lautsprecher sind nicht besonders gut. Der Ton ist arg blechern. TCL unterstützt ja Dolby Digitalsignale, die Lautsprecher sind hörbar besser. Also beim Ton kann TCL nochmal einen Pluspunkt vom Buch. Unser Testfazit fällt dennoch eindeutig zugunsten des Philips TVs aus. Für einen günstigeren Kaufpreis bekommt er echten 100Hz TV mit Ambilight. Der TV unterstützt HDR-Signale. Ein echter HDR-TV ist es in dem Sinne aber nicht. Bei TCL stimmt vor allem die Farbdarstellung. Die enorme Farbraumabdeckung lässt sich leider kaum nutzen, denn HDR-Signale werden nicht unterstützt und die gesamte Infrastruktur, angefangen von den HDMI-Schnittstellen über die Smart TV-Plattformen, sind leider nicht mehr zeitgemäß, sodass man unterm Strich sagen muss, dass der Philips TV für einen kleineren Betrag technisch einfach mehr bietet und somit diesen Vergleich für sich entscheiden kann. Ich hoffe, euch hat dieses Testvideo ein bisschen weitergeholfen. Wenn ja, freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut!